Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr konntet schon im Titel lesen, Freunde, was es heute gibt. Es gibt heute sogar zwei Videos. Eins davon werde ich jetzt dann direkt danach noch hochladen. Das muss ich dann gleich noch aufnehmen. Und jetzt gibt es erstmal das hier, Freunde. Und zwar konntet ihr es natürlich schon unschwer am Titel und am Thumbnail erkennen, wird das hier wieder ein Reaction-Video sein, Freunde. Und zwar zu einem Track, auf den ich schon ja ziemlich gespannt bin, wie der gleich sein wird. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Freunde, ist der Track von Tymatic, Mizep und Reportagen. Allein Mizep und Reportagen. Die Kombo ist natürlich schon krass, muss man schon mal sagen. Tymatic, ich habe gestern, also der Track kam gestern raus, ich habe das auch gesehen, ich habe ihn aber noch nicht angehört. Ich dachte mir die ganze Zeit schon, Tymatic, irgendwoher kenne ich doch den Namen. Ich bin aber nicht direkt, woher ich den kenne. Und dann hatte ich noch ein bisschen nachgedacht und irgendwann kam mir, der Typ war doch beim JBB dabei. Da habe ich nochmal nachgeguckt gehabt. Und dann war das sogar einer von denen, die ich damals, als ich noch JBB angeguckt hatte, also schon ein Stück her, auf jeden Fall gefeiert hatte. Also ich fand den da ziemlich gut. Und das macht es natürlich noch besser, Freunde. Deswegen, ich bin ziemlich gespannt. Und ja, Kavallerie heißt der Track, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und let's go. So. Man erkennt ihn übrigens auch natürlich schon direkt, also ich weiß nicht, irgendwie kam er mir, wie gesagt, auch schon allein vom Namen bekannt vor. Und jetzt, wo ich das natürlich hier sehe, das langt schon wieder. Das bestätigt das natürlich nochmal. Das Bandana hatte er damals nämlich auch schon immer getragen. Okay. Ich weiß auch übrigens nicht, ob es die Combo von Mizep und Reportagen schon mal wirklich gab. Also es gibt ja diesen Remix von Tubo. Das ist der, also so ein Artikel 13 Remix irgendwas. Da sind die beide drauf und Tubo auch. Ich weiß aber nicht, ob es an sich so ein Track vorher schon gab, den die beiden zusammen gemacht haben. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber nicht. Müsste ich nochmal nachgucken, keine Ahnung. Okay, direkt mal. Auf jeden Fall aggressiver Beat. Geht gut nach vorne. Und was ich mir schon mal denken kann, ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall auch zu Reportagen und Mizep gut dazu passen wird. Einfach technisch und so. Das merkt man jetzt schon nach ein paar Sekunden auf jeden Fall. Okay, Katja hatten wir schon erwähnt. Marcel Scorpion hatten wir erwähnt. Also scheint auf jeden Fall auch wieder, scheint auf jeden Fall ein paar YouTuber gedisst zu werden. Gucken wir mal, wer da noch kommt. Okay, Monte haben wir auch hier. Natürlich nochmal hier mit dem Casino hier, Grauzone. Auf jeden Fall, der Beat ist extrem krass. Das muss ich sagen, Digga. Der hört sich echt heftig an. Okay, Yo Olli auch nochmal dran hier. Okay, krass. Krass, auf jeden Fall heftig. Auch so die, ja, wie soll man sagen, so die Stimmlage, Betonung, alles wirklich krass bei Mizep, muss man sagen. Generell, ich feiere ihn auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon mal, ich habe ja schon mal auf einen Track von ihm reagiert hier. Kenne natürlich auch viele seiner anderen Tracks. Und ja, ist auf jeden Fall einer von denen, ja, würde ich sagen, ich muss wirklich sagen, so krassesten Rapper, so, ich wollte jetzt schon sagen YouTube-Rapper, aber da muss man wieder aufpassen. Mittlerweile macht er ja auch keine Videos mehr. Aber von den Leuten, die damals auch Rap-Videos gemacht haben, Rap-News und sowas, davon finde ich, ist er und Reportagen schon echt krass, wo die damals angefangen haben, so ihre Diss-Tracks rauszuhauen und so. Die waren schon extrem krass und natürlich auch, wie gesagt, der Track bis hierhin extrem heftig. Der Beat krass, das Video ist geil gemacht. Und ich finde auf jeden Fall, Mizep und Tymatic passen schon mal ziemlich gut zusammen. Ich denke mal, Reportagen wird natürlich auch gut hier drauf passen. Aber ist eine krasse Kombo so, muss man sagen. Und ja. Okay, jetzt kommt Reportagen. YouTube Germany, ein einziger Lachkick. Luca
Plastik. Okay, oh, okay. Concrafter hier mit der Pizza aus Plastik, ja. Das finde ich geil. Ja, einerseits natürlich hier Palmen aus Plastik, die Anspielung, und andererseits, da ja auf seiner Pizza, auf seiner Tiefkühlpizza ja so Plastikteile waren, das auf jeden Fall nice eingebracht. Dieser KS sagt, ich mach Hasspolitik. KS-Freak auch noch. Für kleine Kinder Spaß, die Musik. Denk doch mal nach und schieb dein Ego beiseite. Bei WWW hast du ein Pedo verteidigt. Lass die YouTuber wie Mikey verkrabbeln und trag auf Simon Desus hautgenähte Weißledermaske. Okay, Simon Desu haben wir auch noch hier erwähnt. Bin mit Simon Desus hautgenähte Weißledermaske. Und es gibt Schuh, Schuh, Schuh. Bin mit Hermetic und Mai für Alpha Kenan. Habibi heißt es Ready to Die. Oh, okay, Alpha Kenan. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Das ist halt auch so ein Rap-News-YouTuber, würde ich sagen, ist falsch zu sagen, ja, das ist auch so einer der Gründe, warum ich diese ganze Rap-News-Szene eigentlich nicht so wirklich mag, ja, ich mache zwar selbst solche Videos, aber viele Leute von denen, die da Videos machen, da werde ich auch gleich dann nochmal in dem anderen Video ein bisschen was dazu sagen, und irgendwann kommt auch nochmal generell ein Video zur Rap-News-Szene online, ist auf jeden Fall so jemand, der auf jeden Fall, ja, krasse Clickbait-Videos gemacht hat und dafür auch von diversen Rappern, wie zum Beispiel Capital, auch gedisst wurde. Und ja, aber er macht das, glaube ich, immer noch weiter. Also er macht Videos und er macht das wahrscheinlich genauso weiter wie damals. Rap ist Frankreich im Trainingsanzug. Bunte Haare, Autotune mit einem Tränetattoo. Okay, das war jetzt ja auch an Delano gerichtet. Wir hören nochmal ganz kurz. Autotune mit einem Tränetattoo. Warte. Deutschrap ist Frankreich im Trainingsanzug. Bunte Haare, Autotune mit einem Tränetattoo. Bunte Haare, Autotune und ein Tränentattoo wird wahrscheinlich an Lelano, schätze ich mal, angelehnt sein. Aber wobei hat Lelano doch, ich glaube, er hat, na eben, er hat doch so eine Musiknote irgendwo unterm Auge. Also ich weiß nicht, ob er die immer noch hat oder ob das kein richtiges Tattoo war, aber ich glaube, er hatte die. Und bunte Haare, Autotune, das passt natürlich. Ich weiß nicht, ob er den wirklich nicht mag oder so, aber ja, interessant. Okay, Tilan. Ich hab noch ne Menge Diss-Tracks für euch. Immer dann, wenn sich das Messer mit der Winchester kreuzt. Geh mal mit deiner Bande schnell wieder heim, Mai. Guck, wir laden die Ballermänner mit Rhymes. Euer Singen, sein Jack und auf Kamera nicht so nice. Gib dir die Kugel, Digga, komm, du uns alle mal ein Gefallen. Ihr wollt Beef, wir haben das krassere Team. Ihr wollt Beef, komm mit der Kavallerie. Okay, die Hook also wirklich extrem heftig. Wie gesagt, feiere ich auf jeden Fall von Mizep. Ich finde, er passt dafür perfekt. Und auch so von den ganzen Effekten und so von ihm bei der Stimme und so echt perfekt gemacht, finde ich. Ich denke mal, hätte die Hook einer von den anderen gemacht, wäre die wahrscheinlich nicht so krass gewesen, wie sie jetzt ist. Ich finde, das haben die perfekt aufgeteilt. Und ja, ich fand auch den Part natürlich von Timatic ziemlich krass. Ich würde sagen, der hat mir auch so, weil ich eben schon lange nichts mehr von ihm gehört habe und so, sogar mit auch, was heißt mit am besten gefallen, das hört sich jetzt dumm an, aber ich würde sagen, es hat mich gefreut, eben halt was mal wieder von ihm zu hören, auch noch direkt mit zwei solchen krassen Rappern dabei und Reportage natürlich auch, muss man sagen, natürlich krass auf dem Track wieder. Ja, bei den beiden war es auf jeden Fall mir eh schon klar, bei Timatic muss ich sagen, war ich mir nicht so sicher, aber ich, ja, hab direkt am Anfang ja schon gesagt, dass ich glaube, dass es ziemlich gut passt, die Zusammenarbeit von den dreien. Und ja, ich hoffe mal, weil hier auch Hyäne, 5.4.19, ich denke mal, da kommt ein Album, wahrscheinlich dann von Timatic, weil es auch seinem Kanal ist. Und ja, supportet das auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass da vielleicht nochmal ein Feature oder so drauf sein wird. Und extrem, also extrem krass, die Hook, wie gesagt, auch heftig. Mit aller Kraft in den Krieg, Bruder, wir shooten wie ein Kamerateam. Auch wir shooten wie ein Kamerateam. Auch nice Line. Und hier dann die Box. Ja, genau, so kenne ich ihn. So habe ich ihn in Erinnerung. Mit der grünen Alpha-Jacke und dem Bandana und der Cap auf jeden Fall. Und natürlich noch graue Jogginghose hat er damals angehabt. Wie gesagt, es war einer der damals, ja, Favorite JBB-Rappern von mir. Ich habe das nicht so lange verfolgt und auch generell dann danach nicht mehr, auch in letzter Zeit überhaupt gar nicht. Aber damals, weiß ich noch auf jeden Fall, war das einer von denen, wo ich mir dachte, hat auf jeden Fall was drauf und den ich auf jeden Fall gefeiert habe. Und ja, wie gesagt, Mizep-Reportagen feiere ich eh. Ich denke, ich habe genügend dazu gesagt, Freunde. Ich schätze mal, jeder, der Mizep-Reportagen feiert, der wird den Track hier auch heftig finden. Und ja, Props auf jeden Fall an alle drei Rapper hier, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, checkt das Video gleich noch ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.